Tor in München! Ja, Alfred Morning, der Lewandowski! 22. Mai 2021, es ist 17.22 Uhr. Lewandowski löscht den Gerd Müller-Rekord aus. Ein Abstauber-Tor, das ist der Wahnsinn. Jetzt haben sie einen neuen Rekordmann. Und Gerd Müllers Rekord ist pulverisiert. 41 Tore, Robert Lewandowski, das Ganze in der 90. Minute. Unglaublich, bitte Köln! Meine Denkerstirn und trennt nach San Francisco, mein Rheuma auskurieren. Und voller Stolz verkündet mein Enkel Waldemar, der ausgeflippte Alte, das ist mein Opa-Papa. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist noch lang noch nicht Schluss. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 Jahren ist lange noch nicht Schluss. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Er ist immer auf Ballhöhe. Chance für Augsburg und Tor! Tor! Doch am Samstag ist Karl-Heinz Kahrs zum letzten Mal heute im Stadion. Ja, lieber Karl-Heinz Kahrs, mit deiner Stimme bin ich aufgewachsen. Danke für viele tolle Momente am Radio und Glückwunsch zu deiner langen und auch eindrucksvollen Karriere. Alles Gute wünsche ich dir für deine Zukunft und den neuen Lebensabschnitt. Wenn einer Emotionen rüberbringen kann, ja, dann bist es du. Und jetzt hörst du auf. Unfassbar. Ja, bist natürlich auch schon in die Jahre gekommen, obwohl du sehr jung noch ausschaust. Und ich wünsche dir einfach für deine Zukunft nur das Beste. Trotzdem freue ich mich natürlich sehr, dass du den Biathlon erhalten bleibst und weiterhin als Stadionsprecher zu hören bist. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Alles Liebe und Gute für deine Zukunft. Eine kleine Auswahl von Gratulanten und Gratulantinnen. Aber was für welche? Karl-Heinz Kahrs, Kasi, grüß dich. Roman, grüße dich. Wahnsinn. Also ich glaube, George Clooney wird in Hollywood nicht so verabschiedet wie ich beim BR hier. Noch bist nicht weg. Noch ist ein Spiel. Noch ist ein Spiel. Bevor wir darüber reden, wollen wir mal über deine Anfänge reden. Dieses Bild, war das der große Eintritt in die Sportwelt für dich? Ja, Olympia? Das war der Knackpunkt. Ich war Eisverkäufer bei den Olympischen Spielen und habe dann mitbekommen, wie toll das mit den Sportlern ist. Ich wollte immer Fußballprofi werden. Mein großes Vorbild Helmut Haller, durfte ihn nie kommentieren, war vor meiner Zeit. Habe ich nicht geschafft. Dann habe ich gesagt, okay, dann Fan willst du nicht werden, dann wirst du halt Sportjournalist. Dann bist du auch nah dran an der Szene. Habe ich da mitbekommen als Eisverkäufer. Habe 2000 Mark damals verdient, Riesenkohle. Haufen Geld. Und alles gesehen. Sensation. Ja, das war Sensation. Übrigens, alles gesehen ist auch ganz wichtig, wenn man jetzt Sportreporter ist, weil du hast ja auch so einen 360-Grad-Ansatz. Ich meine, du warst Stürmer in der dritten Liga. Ja. Das ist schon mal nicht ganz schlecht, ja, oder? Bayernliga war nicht so schlecht. Da werden auch die Profis sagen, Kasi hat was drauf gehabt. Auf der anderen Seite auch Trainer. Ja. Hat dir das geholfen? Ja, kommentieren? Ich habe auch 10 Jahre Nachwuchs trainiert in Trostberg, hat unheimlich Spaß gemacht mit den Kleinen. Ja, habe übrigens Stefan Zinner im Tor gehabt, das ist der Söder-Double vom Nockerberg, habe ich trainiert. Echt? Matthias Zimmermann, Kapitän bei Unterhaching, zweite Liga, erste Liga dann auch, habe ich auch kommentiert, trainiert. Also hat schon Spaß gemacht mit dem Nachwuchs da in Trostberg und dann auch bei den Senioren. Ja. Trostberg ist ja auch, was die meisten nicht wissen, was ich auch nicht wusste lang. Ich dachte, der Kasi, der ist ja professioneller Sportreporter, der macht nur das, dabei bist du ja nebenbei Reporter, du bist Chefredakteur vom Trostberger Tagblatt über 2 Jahrzehnte? War ich, ja. Ich war 45 Jahre beim Trostberger Tagblatt, ab 89 Redaktionsleiter heißt es. Und habe immer, das war die Pflicht, habe meine Seiten gebaut, geschrieben, redigiert. Und die Kür war am Samstag Fußball-Bundesliga. Kaiser haben wir gehabt, übrigens das beste Interview ever. Ich habe noch nie einen besseren Interviewpartner gehabt als den Kaiser. Er ist souverän. Es war 89. Matthäus ist mit Inter Mailand gekommen. Nicht schlecht. Also, ich meine, Prominente hast wahrscheinlich in der Zeit so viele, die gehen gar nicht in einen Schrank rein, oder wenn die Fotos zusammen. Ja, ich habe am Sepp Herberger Eis verkauft bei den Olympischen Spielen. Ich habe Joachim Fuchsberger Eis verkauft. Dann dem Thronfolger da von Schweden, der sich unsere Silvia geschnappt hat. Ich war da im FIP-Bereich auch drin. Karl Gustav, echt? Ja, habe ich Eis verkauft. Ist nicht wahr.
Hat so geht's halt. Hat er es zahlt oder muss man dem König was schenken? Nein, 1,50 hat da so ein tolles Eis. Ja. Trinkgeld? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Hätte eins geben, wüsstest du es. Ja, das hätte ich gewusst wahrscheinlich, genau. Ach, Rummenigge, war auch um die Zeit rum 89, 90, ja, da haben sie mich schon losgeschickt vom Bayerischen Rundfunk zu Interviews. Und ab 95 war ich dann eben in dieser Live-Schiene heute im Stadion drin. Wir hatten einen Anchorman dann, Christoph Däumling, der dann immer moderiert hat die Sendung. Den kenne ich, glaube ich. Den habe ich schon mal, ja? Der läuft euch manchmal über den Weg, glaube ja, genau. Ich, auch noch jetzt hier. Fernsehen und Hörfunk. Ja, Christoph, schätze ich sehr, muss ich sagen. Wird auch bald aufhören. Schaut auch bestimmt zu, der Christoph. Schaut zu, der Christoph, ja. Nee, war super. Und dann haben wir vier Reporter gehabt mit Günter Koch, Legende aus Nürnberg. Hans-Peter Pull, auch schon aufgehört, und Edgar Endres. Wir vier waren dann die, für heute im Stadion auch auswärts gefahren sind. Ja. Vorgabe war ja, du fährst nach Hamburg oder nach Hannover oder nach Köln, du fieberst mit und feierst die Bayern oder die 60er oder die Nürnberger und du weinst auch mit oder du leidest mit. Das bedeutet der Fanreporter, weil das ist ja bei manchen Reportern ist ja so, da denkst du, die gehören irgendwie gar nicht dazu. Wenn sie über die deutsche Nationalmannschaft sprechen, quasi wenn unser Team auswärts spielt, weil wir es auch vorher gesehen haben bei den Gratulanten, Thomas Müller zurück in der Nationalmannschaft. Hättest du es gemacht als Thomas Müller? Ja, freut mich unheimlich. Ich hätte gedacht, er sagt, du, blas mir einen Schuh auf, ich nicht mehr für dich. Ich finde es toll. Thomas Müller denkt da an sich, denkt an die deutsche Nationalmannschaft, denkt an die ganze Nation. Ist übrigens mein Lieblingsinterviewpartner aktuell seit vielen, vielen Jahren. Ich liebe den Thomas Müller. Er ist so geblieben. Wie er ist ein Oberbayer auch wie ich. Thomas ist für mich sensationell. Mats Hummels auch wieder dabei? Ja, super. Hallo. Also wunderbar. Ja, mit denen ist er losgegangen, 1997, Jazzpori, wird dir gar nichts mehr sagen, in Tampere gespielt, UEFA Cup. Dann war ein Abidi Pelé, der in der 90. Den Minute das Tor geschossen. Ja, ich live drauf. Das war, glaube ich, mein geilster Torschrei aller Zeiten. Wahnsinn. Ja. Und dann, was war in Meppen? Da war irgendeine Geschichte, wo du auswärts... Meppen war Wahnsinn, 94, Aufstieg der 60er. Mich haben sie raufgestiegen, ich habe kommentiert und bin nachher los, um Stimmen zu sammeln. Und dann bin ich in die Kabine rein. Gibt es ja heute alles nicht in die Kabine rein, Roman. Ah, musst du also, ja. Und zwar ohne Maske und real und ohne, dass 100 Securities waren. Ja? Und dann haben die abgesperrt, weil 500 Wahnsinnige draußen gestanden sind. Durfte keiner mehr raus, keiner raus. Ich habe Wildmoser gehabt, Lorang gehabt, Packhult gehabt, Schlotterbeck gehabt, Winkler gehabt. Und ich konnte nicht überspielen. Und in München haben sie gesagt, schlaft der Kasi. Der Kasi, jetzt schau mal her. Das ist ganz frisch von heute früh. Hat die komplette Mannschaft für dich unterschrieben. Jetzt habe ich gleich selber Gänsehaut. Das ist ja Wahnsinn. 60 Kas. Wie geil ist denn Kali? Das? Wie geil ist ich würde dir als Augsburger empfehlen, es vielleicht bei deinem letzten Spiel beim FCA nicht anzuziehen. Wär auch echt schade. Kasi, heute im Stadion. FC Augsburg gegen Bayern. Dein letztes. Und dann geht's weiter als Stadionsprecher und all diese ganzen Sachen. Hat genug zu tun. Das glaube ich dann. Was war dein allererster Auftrag für den BR? Ich habe einer Flitzerin, wenn man so will, meine Karriere zu verdanken. Denn es waren 15 Probereporter im Olympiastadion, die 60er haben gespielt. Musstest 5 Minuten reden und dann das Mikrofon weitergeben. BR hat angerufen, Fritz Hausmann, damals der Chef. Ja, und dann bin ich dran und als ich gerade rede, läuft eine Nackte aufs Spielfeld. Ich glaube, das war die erste Flitzerin in Deutschland überhaupt. Ich habe das scheinbar so gut beschrieben, weil ich dann 3 Wochen später Bescheid bekommen habe von Fritz Hausmann, dem damaligen Chef. Hat auch lange Zeit heute im Stadion gemacht. Ja, das war in Ordnung. Ein bisschen mit Edi Finger hat er mich verglichen. Ist ja lustig eigentlich. Ein bisschen ruhiger, Herr Kaas, hat er gesagt, aber Sie hören von uns. Und ich dachte dann, so, jetzt hast du es geschafft. Du darfst die Bayern kommentieren, du darfst die Nürnberger, die 60er. Ja, weit gefehlt. 10 Jahre habe ich auf Live-Berichterstattung Fußball warten müssen. Es war ein Gerd Rubenbauer da, es war ein Rolf-Rainer Gecks da, es waren andere Reporter da. Habe ich ein bisschen warten müssen und habe dann 45 verschiedene Sportarten für den Bayerischen Rundfunk übertragen. Da war Schach dabei, Schach im Radio, das ist spannend. Segeln war dabei, Fingerhackeln war dabei, Heißluftballon fahren. So Zeug habe ich für den Bayerischen Rundfunk, für Sportregional auf Welle Bayern 2 gemacht. Und dann kam ich über die Eishockey-Schiene so langsam in die Fußballberichterstattung rein. Und das Break kam dann bei den Olympischen Spielen 72. Da war ich Eisverkäufer als 17-Jähriger. Dann habe ich das alles so miterlebt. Und dann habe ich schon gesehen, auch beim Fußball oft verletzt und so ein bisschen wehleidig. Das packst du nicht. Ja, war ich schon auch, muss ich sagen. Ja, ich war Mittelstürmer, ich bin immer gefault worden. Hallo, also. Und liegen geblieben. Und geschrien. Ja, das sind die Schlimmsten. Links außen interviewt Mittelstürmer. Und dann habe ich mir gesagt, ich war ganz nah an den Athleten dort, ich war unten im Graben, war ganz nah an Valery Borisov, 100, 200 Meter Olympiasieger dran und so weiter. Und dann habe ich gesagt, so, Sportler wirst du nicht, dann geht entweder nur Fan, ist ein bisschen blöd, ja, oder Journalist, dann bist du ja auch dran.
Und da habe ich dann für mich entschieden, ja, okay, jetzt machst du Sportreporter. Ich war bei der Zeitung, nach 5 Jahren war es mir zu langweilig, habe ich mich dann beim Bayerischen Rundfunk beworben. Sehr schön. Sag mal, wirst du es vermissen? Ja, schon. Es war eine wunderschöne Zeit. Ich habe immer nebenbei meinen Job bei der Zeitung gehabt. Das war die Pflicht. Die Kür war der Bayerische Rundfunk. Natürlich werde ich es vermissen. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, wir waren ja privilegiert. Aber sehr demütig, wir dürfen ins Stadion. Ja, ganz ehrlich, fürchterlich, oder, diese Geisterspiele? Das ist absolut richtig. Das ist richtig. Ich habe am 20. Mai 20 im letzten Jahr Bayern Düsseldorf mein erstes Geisterspiel gehabt und hatte dann gehofft, irgendwann mal, noch einmal bitte, in einem vollen Stadion kommentieren zu dürfen. Ist mir nicht vergönnt. Samstag, FC Bayern gegen FC Augsburg, das letzte Spiel für heute im Stadion. Und es ist wieder ein Geisterspiel. Ich bin vor 3 Monaten angefragt worden von meinen Chefs, was ich mir denn wünsche. Ich habe gesagt, ja, gerne das letzte Spiel. Verabschiedung von Flick wusste ich damals natürlich nicht. Verabschiedung verdienter Spieler, Boateng, Alaba, Martinez, Schalenübergabe. Ist ja, keine Übergabe. Gerland, wie wir jetzt noch wissen, ganz genau, wird eine super Geschichte. Und natürlich, ich glaube, das wird der Schrei des Jahrhunderts, wenn Lewandowski das 41. macht. Da glaube ich, das hörst du ohne Mikrofon von Fred Manning bis nach Freimann. Da brauche ich kein Mikro. Da kommt die Flanke von der rechten Seite. Es ist Thomas Müller und dann in der Mitte. Lewandowski mit dem Kopf. Sensationell. 41. Der Rekord von Gerd Müller ist pulverisiert. Jetzt hat Lever den neuen Rekord. 41 Tore. Tor! Tor! Das ist das lange O und das R. Das, ja, das muss ja immer dazu sein. Ja, das muss dazu. So viel. Ich habe einen eigenen Heimatsport-Podcast bei 2 großen Tageszeitungen. Ich bin Stimme der Chiemgau Arena, Biathlon, Weltcup, Ruhpolding, bleibt ja alles. Ich mache die Marathonläufe hier in der Region, Herrn Chiemseelauf und so weiter. Ich betreue Vereine, ich schreibe für die Zeitungen, ich habe 2 sportbegeisterte Enkel. Ich habe genug zu tun, ich habe noch nicht fertig. Und das ist eigentlich ein Schlusswort, oder? Mehr kann man doch eigentlich an der Stelle gar nicht wollen. Ja, Kasi. Ist so. Du Legende. Danke, danke. Danke für 41 Jahre Sport beim BR. Ich saß damals, glaube ich, noch mit der Trillerpfeife vor dem Radio und habe zugehört. Und heute darf ich dich verabschieden. Ja, ich möchte mich herzlich bedanken im Namen vom FC Bayern für die jahrelange Zeit, die Sie jetzt mit dem FC Bayern verbracht haben. Ich bin ja praktisch Doppelgänger von Ihnen. Ich heiße Karl-Heinz, genauso wie Sie den Vornamen. Ich habe dasselbe Alter wie Sie. Und in diesem Jahr ist ja dann auch irgendwann mein letzter Arbeitstag. Also ich wünsche Ihnen alles Gute. Sie haben das toll gemacht und ich bin ja ein alter Ostwestfale und weiß dementsprechend die bayerische Sprache sehr zu schätzen. Und jedes Mal, wenn ich zu Ihnen übergeben wurde in der Schalte, musste man Bayern München nicht wieder machen. Vielen, vielen Dank. Ich möchte Ihnen auch ein kleines Geschenk vom FC Bayern überreichen. Ein Trikot als Spielmacher des Bayerischen Rundfunks über so lange Jahre. Für Sie und herzlichen Dank nochmal, dass Sie den FC Bayern so lange begleitet haben. Sensationell. Vielen, vielen Dank. Es geht Hass drauf, die Nummer 18. Einmal gebe das Mikrofon noch an Herrn Hoeneß, bitte, den ich ja auch über Jahre begleitet habe. Finde ich sensationell, was hier alles aufmarschiert beim FC Bayern. Herr Hoeneß, hallo. Ja, wenn jemand wie Sie jahrelang den FC Bayern begleitet hat, ist es doch ganz klar, dass man zur Verabschiedung kommt. Wir freuen uns sehr, dass wir hier leider ohne Zuschauer das hier gemeinsam vornehmen können. Denn mit Ihnen geht ja auch sowas wie die Legende des Bayern. Danke, danke, vielen Dank. Sie will. Komm Herrn Rubin, bitte. Das ist der Wahnsinn. Vielen, vielen Dank für die lange Zeit. Alles Gute Ihnen für die Zukunft und denken Sie dran, Sie können mit Stolz und Genugtuung zurückschauen und mit Neugierde nach vorne. Ich sage Dankeschön, Herr Rummenigge, danke Heiner, danke Herr Hoeneß. Damit gehen wir zurück ins Studio. Vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall schauen wir uns jetzt. Also machen wir keinen Obenschuss, sondern wir machen einen Flachschuss. Die Katze von Negesee ist besiegt. Letzter Angriff beim einzigartigen, sensationellen Karl-Heinz Kahrs. Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto,
Karl-Heinz Kahrs. Kasi, ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ja, freut mich für die Einladung. Dankeschön. Blaue Couch ist Kult. Hier war Markus Söder noch nicht so lange her. Große Ehre für mich, auch hier sitzen zu dürfen. Ja, du und Markus Söder, das wäre echt eine Kombi mal zusammen. Ich habe dich ja gestern schon gesehen, weil du schon hier im Haus warst. Und ich habe das Gefühl, du schwebst gerade. Ja, es ist Wahnsinn. Also wie ich verabschiedet werde vom Bayerischen Rundfunk, das ist fantastisch, muss ich sagen. Ja, ich habe schon ein paar Kollegen gesagt, also das ist, ich glaube, George Clooney in Hollywood wird nicht so verabschiedet wie ich beim BR. Ja, der Wahnsinn. Sieht natürlich auch nicht so gut aus wie du. Danke, Karin. Danke, ja. Danke, danke. Wenn der mal fast 66 ist. Ja, 8. Juni ist nicht mehr so lange hin. Ja, aber da geht das Leben los. Ja, ich habe genug zu tun, ich habe noch lange nicht fertig. Am Samstag jetzt, also in 2 Tagen, dein letztes Spiel für heute im Stadion in der Bundesliga Bayern gegen Augsburg. Mit welchen Gefühlen wirst du da rangehen? Es war ein Wunschspiel. Ich durfte mir es aussuchen vor 3 Monaten, was ich denn haben will am Ende. Und dann habe ich gesagt, ja, dann bitte Bayern-Augsburg, das letzte Spiel. Warum? Die Schale wird übergeben. Es wird verabschiedet. Ein Hansi Flick, ein Hermann Gerland, viele verdiente Spieler. Das ist schon klasse, wenn du dann dabei bist. Und das darfst du für die ARD schildern. Hast du schon eine Vorstellung, was du um, weiß ich nicht, 17.20 Uhr, wenn das Spiel aus ist, was du tun wirst? Wird einmal ein bisschen was sacken, wird einmal ein bisschen was fallen lassen, werde ich noch da sitzen, werde ins Stadion reinschauen. Ich glaube, 200 oder 300 Zuschauer dürfen ja dabei sein. Ja, aber du wirst nicht wie Franz Beckenbauer anno dazumal irgendwie über den Rasen schreiten, durch den Mittelkreis. Wäre schön, darf ich aber nicht. Ich bin ja nur in der Pressezone. Zone 2 ist das. Ja, ist ja ganz eine streng. Ausnahme für dich. Ja. Bei deinem letzten Spiel. Ist ganz streng reglementiert, ist Wahnsinn. Es ist 41 Jahre her, 1980 war es. Da hast du dich beim BR damals beworben. Seit 89, also seit 32 Jahren bist du Reporter bei Heute im Stadion. Über 500 Bundesligaspiele, wenn es denn stimmt, hast du kommentiert. Ganz spontan, was ist das Erste, was dir in den Kopf kommt, wenn du an diese Zeit zurückdenkst? Das Allererste. Das Allererste ist eigentlich meine Bewerbung bei Fritz Hausmann. Ich habe zu Fritz Hausmann hochgeschaut. Das war legendärer der Sportchef. Ja. Ja, und hat immer Heute im Stadion moderiert. Und mir war es, ich war damals bei der Zeit und mir war es zu langweilig. Und dann habe ich gesagt, ich möchte nicht nur schreiben und redigieren und Seiten bauen, ich möchte auch reden. Und habe mich beim BR beworben und eines Tages ruft da jemand an und sagt da, ja, Bayerischer Rundfunk, können Sie am Samstag ins Olympiastadion kommen? Probereportage. Ja, ich euphorisiert, natürlich, klar kann ich da kommen. Waren 15 andere Kollegen da und dann hast du deinen Namen sagen müssen, 5 Minuten durftest reden und wenn man so will, habe ich meine Karriere einer Flitzerin zu verdanken, vielleicht der ersten deutschen nackten Frau auf dem Fußballplatz. Lass uns da noch ein bisschen Spannung aufbauen. Von der Dramaturgie her werden wir das nachher ausführlichst auflösen. Kasi, es ist ja so, dass du dann gedacht hast, als du dann genommen wurdest nach dieser Probereportage, jetzt geht's gleich los, Bayern 60, der Club, aber das war erstmal nix. Du hast erstmal alle möglichen anderen Sportarten kommentieren, reportieren dürfen. Stimmt es? 43 Sportarten insgesamt? Waren sogar 45, haben wir 2 rausgerissen. Und da war so spannende Sachen wie Schach dabei. Mach mal Schach im Radio. Oder Heißluftballon fahren. Fingerhackeln. Einer umgefallen, der ist fast auf mich raufgefallen, auf mein Mikrofon. Du hast Fingerhackeln kommentiert? Ja, aus Ruppeling, die Bayerischen Meisterschaften. Ich kannte keinen. Ich weiß gar nicht, was es drauf ankommt. Und das Schlimmste damals war Schlittenhunderennen in Inzell. Ich bin hingekommen, dann waren die schon alle weg. So, jetzt was machst du, arme Sau? 3 Stunden später musst du deinen Bericht absetzen. Ich habe mich halt dann bei den Zuschauern durchgefragt und Betreuern, und bis die gekommen sind. Wahnsinn. Wenn man über so viele Jahre alle möglichen Sportarten kommentiert, reportiert, wenn mich dich jetzt nachts um 4 wecken würde? Kann ich 5 Minuten aus dem Stegreif reden. Das ist aber dein Job als Hörfunkmann. Stell dir mal den ganz jungen Journalisten von damals vor. Gut aussehend. Danke. Ja. Ein bisschen schlanker noch. Noch schlanker als heute. Wie fände der den knapp 66-jährigen gestandenen Journalisten, Reporter von heute? Was der über mich jetzt heute sagen würde, der Kasi polarisiert. Die einen sagen, das ist der wahnsinnige Kasi, es ist ja schon wieder da, um Gottes Willen. Und die anderen sagen, ja Gott sei Dank, der Kasi kommt, da haben wir Stimmung. Das wäre so wahrscheinlich. Warst du damals noch nicht so? Nicht so euphorisch. Du reifst ja dann auch mit der Zeit. Aber mit den Jahren wird man ja im besten Fall schmerzfreier. Dass man sich nicht mehr so viele Gedanken macht, wie findet der jetzt mich und was sagt die zu mir? Das ist absolut richtig. Das stimmt. Da pfeife ich mir heute was. Du kriegst ja immer wieder Reaktionen im Netz. Jetzt, seit es halt gibt, da ist ja, geht's ja rund und so weiter. Aber liest du das alles? Schon interessiert mich einfach, weil ich ja auch Zeitungsmann bin, nicht nur Radiomann. Ich will ja das alles verarbeiten bei mir. Schon. Wenn du die Möglichkeit hättest, dem ganz jungen Kasi von damals, dem Karl-Heinz von damals, einen Ratschlag zu geben, ganz am Beginn seiner Karriere, was würdest du aus heutiger Sicht sagen, mit all dem, was du heute weißt?
bisschen ruhiger vielleicht, nicht aufbrausend, alles ein bisschen, ja, etwas mit Distanz zu verfolgen. Ja, ich wollte immer der Erste sein, ich wollte immer ganz nah dran sein, ich wollte immer die Story bringen. Das war halt so als Volontär oder als am Anfang in der Zeitung auch, na, du musst gute Geschichten schreiben und so weiter. Da war ich schon sehr, sehr ehrgeizig, ja. Das ist so lustig, wenn man jetzt mit dir hier im Studio sitzt, Kasi, und hat immer diese Stimme im Ohr. Weißt du, von heute im Stadion. Ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Bayern 1 Hörern und Hörern gerade so. Ja, das war bei der Arbeit, auch bei der Zeitung, manchmal schon schlimm, sage ich jetzt in Anführungszeichen. Kleines Beispiel, hat es einen Mordfall gegeben in Bernau. Ich muss dazu sagen, viele wissen ja nicht, du hast eigentlich hauptberuflich bei der Zeitung gearbeitet, dein Leben lang. 45 Jahre war ich erst Volontär, dann Sportredakteur, dann Lokalredakteur, seit 89 Redaktionsleiter beim Trostberger Tagblatt. Ja, und diese Geschichte nochmal. Ich telefoniere dann, es gibt einen Mordfall in der JVA Bernau, den muss ich recherchieren. So, jetzt rufe ich dort an, rufe ich den Anstaltsleiter an, sage ich Karl-Heinz, war die Sekretärin dran, sage ich Karl-Heinz Kass. Sie sind der Karl-Heinz Kass, den ich immer im Radio höre, sagt die Dame gleich. Wie lustig ist das? Dann rede ich mit dir erstmal 10 Minuten über Fußball, bevor mich die weitergibt. Und dann hat der Chef, war dann sensationell, hat mir alles erzählt, wie der gekämpft hat und wie der da abgestochen wurde. Also das ist dann schon super. Am Telefon geht's ja noch, ja. Aber wenn die Leute dich dann sehen? Ja, sehen. Ist die Enttäuschung groß? Sehen ist nichts Problem, mich kennt ja keiner. Ich gehe überall hin zum Essen. Das ist ja das Schöne für uns Radioleute. Ja, ne? Das ist das Schöne, auch im Urlaub. Hast du nie auf so eine Fernsehkarriere gehofft? Hättest du nie es gerne gehabt, wenn du berühmt gewesen wärst, also gesichtsberühmt? Hat mich nie interessiert, Fernsehen, warum? Die größere journalistische Leistung hast du als Radiomann. Du musst Kopfkino machen, du musst Bilder beschreiben, du musst Emotionen rüberbringen. Im Fernsehen kommentierst du ja ergänzend. Der Konsument, der lebt ja von den Bildern. Im Radio bist du der Mann. Was ich wirklich schon immer bewundert habe an euch Fußballkommentatoren, ihr sitzt ja da nicht, wie sich viele das vielleicht immer noch vorstellen, so ganz nah am Spielfeldrand dran, sondern ihr seid zum Teil da, was weiß ich, in großen Stadien 50, 60 Meter weit weg, 100 Meter weit weg. Ja, du musst im Endeffekt Augen haben wie ein Adler, klar kommentiert ihr auch vom Bildschirm. Aber erklär mir mal, wie das geht. Ist das auch eine Routinefrage, wie du da auf diese Entfernung noch erkennen kannst, welche Rückennummer und wer das gerade ist? Oder kennst du einfach jeden Einzelnen? Kenne ich den Einzelnen, aber die Erfahrung bringt schon mit sich. Jetzt spielt FC Augsburg gegen Werder Bremen zuletzt. Da kenne ich von den 22 Spielern, die auflaufen, 17. Und die anderen schaue ich mir halt, wo ich gerade nicht so kenne oder wo neu ist oder wo mal nicht gespielt hat, schaue ich mir dann beim Warmlaufen. Guckst du auch auf so Bewegungsmuster? Ja, auch natürlich. Oder aber auch schon, welche Haarforme. Was hat der für Schuhe an? Da gibt es ja rote, weiße mittlerweile. Da kannst du dir auch mal merken, den einen oder anderen. Ist alles eine Hilfe, aber du kommst da schon zurecht. Und eins muss ich euch auch sagen, wenn du mal den Namen falsch sagst bei der Reportage, wer merkt's? Aber du musst halt die entscheidenden Szenen richtig kommentieren, weil dann kommt es ja in der ARD Sportschau. Und dann sagen die, der Kasi hat das Nachmittag aber ganz anders gesehen, hat der keine Ahnung oder was. Also da musst du schon, vor allem du bist der Erste, der Stellung nehmen muss. Das ist das. Ja. Ist es Elfmeter oder nicht? Der bei TV, der schaut sich das 5-mal an und sagt, ja, Elfmeter oder nicht. Und du musst dich im Endeffekt sofort festlegen. Als Radioreporter. Ja, sofort festlegen. Größter Fauxpas, der dir jemals passiert ist in so einer Situation? Ja, ich glaube, war das erste Spiel von Roy Mackay beim FC Bayern München. Und ich habe vorher schon ein bisschen geübt, weil ich dachte, der schießt bestimmt ein Tor. Und der schießt das erste auch. Roy Mackay! Und dann kommt ein Flankenball von rechts, ich glaube Schweinsteiger oder was, und dann Kopfball. Und ich, Roy Mackay! Nur das war er nicht. Es war irgendein Mittelfeldspiel, ich weiß auch gar nicht mehr, wer es war. Das war ein bisschen peinlich. Hab's dann bei der nächsten Einblendung korrigiert. Ja, das glaube ich gerne. Über 500 Bundesligaspiele, ich weiß nicht, wie viele Champions League-Spiele. Da hast du alles erlebt, was es im Fußball gibt. Ja. Kannst du uns in einem Satz erklären, warum das über 40 Jahre nicht langweilig wird? Weil jedes Fußballspiel anders läuft. Ich gehe immer rein und versuche, das Beste zu geben. Das ist meine Parole auch. Ich sage, ich gebe alles am Mikrofon. Die unten tun es auch. Also meistens, die Schalker heuer nicht so zum Beispiel, ja, okay. Aber ich gehe rein und es tut sich ja immer irgendwas Neues, was anderes. Und es ist so spannend jedes Mal. Ich freue mich jetzt auch auf Samstag, wobei die Derbys am schwierigsten zu kommentieren sind. Du musst sehr, sehr vorsichtig sein in Bayern, wenn du ein bayerisches Derby hast. Und es hat sich eine Menge verändert im Fußball in den letzten 30, 40 Jahren. Es war ja vor 30 Jahren noch möglich, dass du danach einfach spontan ein Interview machst mit einem Spieler, mit einem Trainer. Es geht ja heute alles nicht mehr. Wie schwer ist es für euch auch geworden, wirklich da an Informationen zu kommen? Oder einfach mal einen Trainer anzurufen vorm Spiel oder so? Geht ja alles nicht mehr. Nein, darfst du auch gar nicht. Es ist ein Medienaufkommen natürlich gigantisch, gerade beim FC Bayern. Du darfst nach dem Spiel, also ich nehme jetzt die Zeit vor
Corona. Ja, jetzt geht es ja nur noch mit der Gabel, da darfst du sowieso nicht, aber du darfst da nicht mal einen ansprechen. Dir werden ein, zwei Leute hingeschoben, denen kannst du dann zwei, drei Fragen stellen und aus. Obwohl die dich alle kennen. Darfst du sie nicht einfach so ansprechen? Nein, die gehen dann durch, die wollen dann gerade die Bayern, wenn sie verloren haben, mal, kommt selten vor, dann gehen die sowieso durch, aber dann kommt der Markus Hörwig früher her und sagt, Kassi, jetzt lass mal den Lewandowski in Ruhe, da darfst du keinen ansprechen. Da lobe ich mir den Basketball. Ja, das ist was anderes. Ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben, Kassi, mache ich für jeden Gast in dieser kleinen Show. Den würde ich dir jetzt rüberreichen über diese Plexiglasscheibe, die uns trennt. Du kennst die nicht, du liest den einfach so vor, bitteschön. Da bin ich jetzt gespannt, aber das mache ich jetzt natürlich, Thorsten. Ich heiße Karl-Heinz Kass und bei mir gibt es immer nur Vollgas. Schon mit 8 Jahren wusste ich, dass Fußball nicht die schönste Nebensache der Welt, sondern viel mehr als das ist. Als Teenager wurde mir klar, dass es zur Profikarriere als Spieler nicht reichen würde. Kein Problem. Und so nah wie möglich am Geschehen zu sein, bin ich eben Reporter geworden. Dass es geklappt hat, verdanke ich meinem Talent am Mikro und einer Nackerten. Haben wir schon geredet. Viele Fans kennen mich von der Kultsendung heute im Stadion, aber ich kann mich genauso für Tennis, Biathlon oder auch Schach begeistern. Ich bin stolz darauf, dass ich immer versucht habe, ehrlich und fair zu bleiben. Als leidenschaftlicher Fußballreporter sage ich jetzt Servus, aber als zweifacher Opa wird mir sicher nicht langweilig. Und wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich einen rüstigen Rentner, der noch lange nicht fertig hat. Bravo, sensationell. Kannst du unterschreiben? Kann ich unterschreiben. Ja. Enkel übrigens, es geht fließend weiter. Samstag letztes Spiel, ja, Bayern gegen Augsburg. Eine Woche später bin ich 4 Tage in Prag. Was ist da los? Habe ich kein Mikrofon dabei. Da habe ich im Gepäck meinen Enkel. Eishockey-Trainingslager, der Opi wird gebraucht, weil mein Sohn ist bei den French Open mit seiner Spielerin und meine Schwiegertochter sagt, ja, ich habe noch eine Tochter zu Hause, die Kimi, die ist 14. Kannst du mit Raffi nach Prag fahren? Nach allem, was du jetzt weißt über Profisport, Eishockey, Tennis sowieso, weil dein Sohn, das ist angesprochen, der Tennisprofi war lange, sehr erfolgreich, Fußball. Wenn dein Enkel, der Rafi, sagt, ich will Eishockey-Profi werden, unterstützt du es? Das, glaube ich, sagt er heute schon, aber beim Rafi ist es so, der spielt bei 60 Rosenheim Fußball, Stabuls Eishockey, er spielt Tennis bei 60 Rosenheim und er spielt jetzt im Maxlrhein Golf, weil es ging ja nichts, es war ja alles zu und Golf durftest du spielen. Jetzt hat er innerhalb von 3 Tagen Platzreife gemacht in Maxlrhein, hat 2 Turniere gespielt, sensationell. Das heißt, in 10 Jahren bist du mal sein Manager dann? Ja, der wird vielleicht doch 5-mal wechseln, vielleicht wird das ein Skateboarder oder wird das was, ein Freestyler, das weißt du nicht, bei dem, der ist 10. Wie unbedingt hättest du Fußballprofi werden wollen? Schon. Helmut Haller war mein großes Vorbild. FC Augsburg, ja, 66, WM-Finale, leider nur Vize-Weltmeister. Ich 11 Jahre damals. Wollte ich halt Fußballprofi werden? Ja, das war mein Ziel so. Aber ich habe es dann schon gemerkt mit 16, 17 so. Bist oft verletzt und so weiter. Dann machst du halt Sport. Aber vom Talent her hätte es gereicht? Ich meine, du bist auch ein sehr guter Tennisspieler, also Ballgefühl hast du. Danke, danke, vielen Dank. Ja, das habe ich gehabt, das ist richtig. Na gut, ich habe in der Bayernliga gespielt, das ist die höchste Fußball. Amateurliga. Ja, dritthöchste Liga in Deutschland. So schlecht war das nicht. Ja, aber ich habe es nicht geschafft ins Profigeschäft, nein. Schauen wir mal, wie du so geworden bist, wie du heute bist, weil das, glaube ich, nicht so einfach ist. Geboren 8. Juni 1955 in Ansbach. Ja. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Also auf einen Franken würde man bei dir erstmal nicht kommen. Ich bin Mittelfranke. Ja? Glaubt keiner, ist richtig. War ich aber nur 4 Jahre, dann sind wir nach Rosenheim gezogen. Und mit 8, geht die Legende, bist du dann Ministrant geworden, hauptsächlich deshalb, weil der Kaplan immer hat Fußball spielen lassen. Ja, das war sensationell. Kaplan Wagner, schaue ich heute noch auf, er ist oben, er schaut vielleicht zu jetzt. Der Wacki, haben wir immer gesagt. Und das war das Höchste. Meine Spieler haben noch gesagt, gehört zu den Ministranten, nicht zu den Pfadfinder. Das waren die Feinde immer damals bei Chris König in Rosenheim. Und dann bin ich heute zu den Ministranten und jede Ministrantenschnee Fußball für mich das Höchste. Da habe ich es gelernt. Ich bin Straßenfußballer. Auf der Wiese habe ich es Bolzen gelernt. Du hast im Vorgespräch erzählt, die Kindheit war richtig schön, eine tolle Kindheit, bis die Eltern sich dann haben scheiden lassen. Da warst du 11. Das ist ja eine krasse Zeit, wenn Jungs so langsam in die Pubertät kommen und dann kommt so ein Einschnitt. Was hat es mit dir gemacht? Ich habe 5 Fünfer gehabt im Zeugnis. Am Ende Latein, Mathe, Physik, weiß nicht wo noch, überall. Ja, habe aber dann doch noch die mittlere Reife im Finsterwalder geschafft und dann Fachhochschulreife und dann, ja, 2 Semester studiert, aber es war nichts. Ich wollte da schon immer zur Zeitung. Aber das Interessante ist, dass du gehst da so ein bisschen drüber weg, weil es natürlich nach wie vor ein emotionales Thema ist, oder? Ja. Man hört es deiner Stimme an. Ja, ja. Mutti hat uns großgezogen. Ich habe 2 Brüder, einer 5 Jahre älter, einer 5 Jahre jünger. Und die Mutti hat alles richtig gemacht. Ja, vor 2 Jahren gestorben. Gott sei Dank vor Corona. Also wenn ich die 5 oder 6 Monate nicht besuchen hätte dürfen im Rosenheimer Altersheim, dann wäre die eingegangen wie eine Pflanze, die du nicht gießt. Also
die ist vorher gestorben, 92 geworden. Also, aber das wäre brutal gewesen letztes Jahr. Hast du zu deinem Vater nochmal besseren Kontakt dann gehabt danach? Wenig. Ich bin auch wenig auf sein Grab gegangen, komischerweise. War halt so, ja, wir sind alle zur Mutti, sind wir halt tendiert. Und die hat uns, ja, großgebracht, ja. Sind das Geschichten, die dich jetzt wieder mehr beschäftigen, wo du langsam selber älter wirst? Das ist ja sowas, was man als junger Mensch dann wegdrängt. Ja, das ist richtig. Darum bin ich jetzt immer für meinen Sohn da. Es ist der Christopher und vor allem für die Enkel. Da versuchst du halt was gut zu machen auch oder so. Es ist richtig. Und ich denke nicht gerne dran an die Zeit damals, muss ich auch sagen. Ja. Du hast was Schönes gesagt, auch wieder im Vorgespräch. Enkel sind ein Geschenk Gottes. Ja. Das ist zwei gesunde Enkel, 10 und 14. Die Kimi ist ja auch begeistert. Das ist eine Eiskunstläuferin in Bad Aibling. Die haben so eine Gruppe, Starlets heißen die, da laufen 16 Mädels, waren auch bei den Bayerischen Meisterschaften. Also es ist einfach schön und dann begleitest du die und fährst die hin und hilfst der Schwiegertochter da ein bisschen, weil der Sohnemann ja in der Weltgeschichte umeinander ist mit seinem Tennis. Ja. Noch so ein Zitat, das zeigt, dass der Kasi eben nicht nur der Vollgas-Reporter ist, sondern ein Mann, der sich viele Gedanken macht. Du hast gesagt, mir wurde nichts geschenkt im Leben. Das ist richtig. Ich bin aus ganz bescheidenen Verhältnissen gekommen. Ich habe mir alles selbst erarbeiten müssen. Ich bin dann... Früh gearbeitet schon, sehr früh sogar. Ja, mit 16 habe ich Tabellen ausgerechnet im Oberbayerischen Volksblatt. Das 20 sehr, Mark hat es gegeben. Thorsten, das war eine Riesenkohle für mich. Du hast Fußballergebnisse rein telefoniert und dann die Tabellen ausgerechnet. Mit dem Bleistift so. Macht seit 30 Jahren der Computer. Damals haben sie Karl-Heinz Kahrs gebraucht. So bin ich aber reingekommen, habe meinen Fuß in der Zeitung gehabt und dann haben sie gesagt, nicht bloß Tabellen ausrechnen, Hans Mosner, lange schon gestorben. Dann habe ich gesagt, Herr Kahrs, können wir ihn einmal zur Veranstaltung schicken. Was hast du da verdient? Da hat es pro Zeile gegeben, ich glaube 10 Pfennig. War nicht so schlecht, weil du hast ja nochmal einen größeren Artikel geschrieben, waren auch mal schnell 30, 40 Mark dabei, fürs Foto 5 Mark, undenkbar heute. Ja, aber das war super für mich als Schüler, Student. Ja, mit 17 ist ein super Geld. Ja, ganz genau. Und der beste Nebenjob überhaupt, du warst Eisverkäufer bei den Olympischen Spielen in München. Das war Wahnsinn. Also das war mein größtes Erlebnis. 72 war das logischerweise. In der Nachbarschaft hat ein Generalvertreter von der EV Eiscreme gewohnt. Und dann habe ich zur Mutter gesagt, du, frag dich nochmal den Freisinger da drüben, ob ich nicht der Eisverkäufer machen kann. Ich möchte dabei sein. Und dann hat ich gesagt, freilich, der Heizi kann das machen. So, und jetzt kommen wir dahin, 150 Eisverkäufer. Und dann habe ich gedacht, du möchtest mit den Prominenten zusammenkommen. Wer kann Sprachen? Habe mich gleich gemeldet. Ja, wer kann Englisch? Ich gemeldet. Wer kann Spanisch? Ich gemeldet. Wer kann Italienisch? Ich konnte keine einzige Sprache. Du konntest gar nichts. Ein bisschen Englisch halt von der Schule. Und dann haben sie mich in den VIP-Bereich eingeteilt. Das heißt, ich war mit den Promis bei einer. Ich habe Sepp Herberger ein Eis verkauft. Ich habe Joachim Fuchsberger ein Eis verkauft. Ich habe dem Thronfolger von Schweden, der uns die Silvia geschnappt hat, da ein Eis verkauft. War die Silvia damals auch schon in diesem Umfeld? Die ist rumgeschwanzelt um den die ganze Zeit. Die weiß ich noch, wenn es gestern wäre. Die ist um die Dauer rumgeschwanzelt da. Das war sensationell. Und da war ich als Eisverkäufer. Und der Kasi mittendrin. Ja, aber ich habe kein Geld verdient, weil die sind aus dem VIP-Bereich gekommen, die hat kaum einer Eis gekauft. Aber was hast du Sepp Herberger für ein Eis verkauft? Was hat der gegessen? So ein Ding weiß ich noch. Das war, wir haben so Fruchteis auch gehabt. Und das hat eine Mark gekostet. Ich glaube sogar, er hat 1,50 gegeben. Bin ihm aber jetzt nicht ganz sicher. Fuchsberger hat riesen Trinkgeld gegeben. Ja, Eis um 1,50 und 5 Mark habe ich bekommen von Joachim Fuchsberger. War ein Held für uns damals. Der Edgar Wolles, der Kriminaldirektor. Da bin ich immer ins Fußballtraining nach Rosenheim. Ich gesagt, das und das, die haben sich kaputt gelacht über meine Geschichten. Und da warst du ganz nah dran. Hast du auch vom sportlichen Geschehen was mitgekriegt damals? Alles. Ich bin dann natürlich aus diesem FIP raus, weil ich habe da kein Geld verdient. Also in Summe habe ich 2.000 Mark verdient. Das war riesen Kohle, ja. Dann bin ich aber raus, weil da hat keiner Eis gekauft sonst. Bin dann runter in den Graben, da gibt es einen Graben im Olympiastadion. Und dann habe ich von unten nach oben Eis verkauft und war ganz nah dran. Ich war neben Valery Borsow, ich bin im offiziellen... 100 Meter Olympiasieger. Ja, und 200 Meter Olympiasieger. Der ist im offiziellen ZDF-Film groß drin und ich stehe da hinten dort mit meinem Eis. Mit dem Eisladen vorneweg. Ich hätte ihm seine Klamotten aus dem Käfig rausnehmen können, aus der Kiste da, die dann die Helferinnen vorgetragen haben zum Ziel. Also so nah warst du dran, das war... großartig. Was war damals noch? Ulrike Meifert? Hochsprung-Olympiasiegerin? Ja, war spät, da war es dunkel schon fast. Ich habe schon nur Geist verkauft, habe mich Graben eingesetzt und habe jeden Sprung gesehen. Wolfermann Speerwurf? War ich auch drin, natürlich. Boah, ich wundere mich gerade selber, dass ich mich noch erinnern kann. Ich war da 7 oder 8. Ich war 17. So kann es gehen. War das schon zu einem Zeitpunkt, wo du erkannt hattest, dass es mit der Profikarriere als Fußballer nichts werden wird? Ja, richtig. Und dann habe ich gesagt, nee, Fan brauchst du nicht werden, das wird ja jeder. Du wirst dann Sportjournalist und dann bist du ja auch bei denen nah dran. Und das war dann mein Ziel. Und darum bin ich zur Zeitung gegangen und habe volontiert. Und dann war es mir zu langweilig und dann habe ich mich beim Radio beworben. Da habe ich mich bei Fritz Hausmann beworben. Diese Bewerbung bei Fritz Hausmann, ich habe ja vorhin schon angekündigt, dass da einiges passiert ist.
Und natürlich haben die schnell gemerkt, dass der Kasi reden kann, dass du eine große Klappe hast. Aber vielleicht hättest du den Job nicht gekriegt, wenn bei der Probereportage im Olympiastadion auch wieder nicht Folgendes passiert wäre? Ja, es war eine glückliche Fügung. Es war 60 gegen, ich weiß jetzt nicht, Völler hat auf alle Fälle 3 Tore geschossen. Ich glaube gegen Düsseldorf 4-3 gewonnen, die 60er. War Wahnsinn. Auf alle Fälle, ja, ich kommentiere und auf einmal läuft, ich glaube, es war die erste Flitzerin deutschlandweit auf einem Fußballplatz, rennt da rein und macht einen Zirkus. Und ich habe das beschrieben halt. Ist die vom Oktoberfest ausgerückt, wo haben sie die aus dem Bierzelt rausgelassen? Und das ist scheinbar bei Fritz Hausmann so gut angekommen, dass er mich dann noch 3 Wochen geholt hat in die Redaktion. Ich sagte, ja, Kasi, Sie waren da sehr in Ordnung. Sie waren ein bisschen zu euphorisch, so wie dieser Eddie Finger da aus Österreich. Ivernanisch, kennst du sie? Ja, klar. Ivernanisch, Cordoba. Krankel, Ivernanisch. Ja, und so hat er mich verglichen. Für mich große Ehre natürlich. Aber das war damals noch verpönt bei uns, oder? Dass man als deutscher Fußballreporter durftest du ja ganz lange kein Gefühl zeigen. Drum war es ja Kritik, das war ja Kritik von ihm. Bisschen ruhiger, aber da können wir zusammenarbeiten. Und ich, junger Pimpf damals, bin rausgegangen und dachte, jetzt habe ich es geschafft. Ich darf die Bayern, ich darf die 60er, die Nürnberger, ich kann alle kommentieren. Ja, aber ich habe 10 Jahre warten müssen. Was war denn die erste Reportage, die du dann machen durftest? Zum ersten Mal haben sie mich eingeteilt bei den, jetzt kommt der Hammer eigentlich. Das ist ja auch eine lustige Geschichte, habe ich noch gar nicht erzählt, nirgendwo. Es waren die deutsche Meisterschaft im Rennrodeln. Lange Zeit vor George Hackl, der war da erst 14, 15 oder was. Und dann haben sie mich da reingeschickt zur Kunsteisbahn. Habe ich alle meine Spätzle gesagt. Ja, die haben dann aufgedreht und gehört. Und jetzt kommt die Anmoderation. Franz Muxneder hat die Sendung moderiert. Legendärer Sportchef. Und dann sagt er, jetzt kommen wir zum Wintersport. Wir berichten von den deutschen Rennrodelmeisterschaften am Königssee. Es meldet sich. Und dann war 5 Sekunden Pause. Und dann sagt er, Colin Kass. Dann. Colin? Colin Kass. So, ich habe dann recherchiert, wie kommt das zustande? Fakt ist, es war mein erster Einsatz, er wusste meinen Vornamen nicht und Dieter Tschermak war Redakteur und der hat ihm durch die Scheibe durchgesagt, Karl-Heinz. Und der hat Colin verstanden. Und deshalb, so, meine Spätzle, die haben sich kaputt gelacht. Kasi, die kennen dir nicht einmal im Funkhaus. Was machst denn du überhaupt? Die haben dir falsch angesagt. Wie lustig. Erster Einsatz. Aber es war dir peinlich damals, oder? Ja, schon. Na klar. Natürlich, der weiß ja nicht meinen Namen da nicht einmal. Und die haben mich alle verarscht, meine Spätzle. Dann die haben gesagt, ja, sag mal, die wissen ja nicht mehr, dass du Karl-Heinz Kass warst. Aber es hat deine Karriere ja nicht aufhalten können. Die war unaufhaltsam. Es hat aber noch 9 Jahre gedauert, bis du dann bei Heute im Stadion endlich etabliert warst. 9 Jahre, in denen du 45 verschiedene Sportarten reportiert hast und dann endlich Fußball in der legendären Konferenz. Und dann war es aber so, dass am Anfang, ich kann mich schon noch erinnern, da waren nicht alle begeistert, weil der Kasi den einen zu euphorisch war, den anderen war er zu bayerisch. Und wie hast du das selber empfunden damals? Du warst ja immer noch ein junger Reporter. Ja, zu bayerisch war am Anfang ein großes Manko. Es war immer Montag die Sportchefskonferenz. Da waren dann alle Sender mit den Sportchefs vertreten. Ich war einmal dabei und dann hat wieder einer von Radio Bremen gesagt oder vom NDR, ja, Muxi, da dein Cast und so bayerisch wieder. Und der Muxi ist ja Österreicher, Salzburger, hat in seiner Art gesagt, habt's wieder nicht verstanden. Also der hat den gleich Wind aus die Segeln genommen und dann ja, sind sie ein bisschen ruhiger geworden. Und das hat schon 5, 6, 7 Jahre gedauert. Oh, der Muxi hat mich durchgepackt. Pusht. Ich bin bei meinem Dialekt geblieben. Hast du nie überlegt, dich irgendwie anzupassen? Hast du mal eine Zeit lang probiert, Hochdeutscher zu klingen, was ja Quatsch ist, aber sicherlich der ein oder andere gemacht hätte? Habe ich probiert, aber klingt gekünstelt und ist nicht Karl-Heinz Kass. Und in den letzten 10, 15 Jahren kommt das gut an. Sabine Töpperwind, langjährige Chefin beim WDR, hat gesagt, also ein Kasi in der Konferenz tut uns so gut. Ja. Naja, es ist doch eine Binsenweisheit, wenn du polarisierst, dann fällst du auf. Dann erinnern sich die Leute an dich und alle werden dich sowieso nicht mögen. Also besser als irgendwie im Mittelmaß rumzuschwimmen und zu sagen, nur ja, kein Wehtun. Da bin ich aber stolz drauf. Da kannst ja. du auch sein, weil das muss man erstmal aushalten, das muss man sich auch erstmal trauen und man muss vor allem auch so ein Wiedererkennungsmerkmal haben. Ja. Ich meine, es klingen ja viele im Radio gleich, im Fernsehen schauen sie gleich aus und insofern. Ja, danke. Alles richtig gemacht, Kasi. Welche Spiele hast du am liebsten kommentiert? Naja, ich habe ja keine WM und keine EM gehabt, da war ich ja bei der Zeitung. Ich konnte eben nur am Samstagnachmittag immer, weil da bei der Zeitung frei war. Und da waren die schwierigsten Spiele eigentlich schon die Derbys eigentlich. Also 60 Nürnberg, Nürnberg, Bayern und so weiter. Jetzt dann die letzten 10 Jahre mit Augsburg auch. Also die bayerischen Derbys, weil da gibt es die meiste Kritik. Du kannst es da keinem recht machen. Ich habe einmal gesagt, bei Bayern gegen Nürnberg war in der Allianz Arena,
hat Michael Wiesinger, Spätzl von mir, gut, kenne ich von Burghausen. Trainer war in Nürnberg und hat da wirklich eine defensive Aufstellung. Und dann habe ich gesagt, ja, also der hat Beton angerührt. Und dann haben die Nürnberger geschrieben, da, der Rote da aus Bayern, wieso kommentiert der unsere Klubberer? Da hast du nur Vollgas bekommen. 2, 3 Schreiben sind gekommen, das ist viel. Aber hast du eigentlich jemals öffentlich gesagt, welchem Verein du wirklich nahe stehst? Oder bist du jemand, der sagt, es geht keinem was an in der Öffentlichkeit? Nein, werde ich ja ganz oft gefragt, was bist du eigentlich? Ein blauer, ein roter, ein dunkelroter? Ich bin für bayerische Vereine. Für alle. Für Würzburg, für Regensburg, für Klubberer, für Fürth, für Zoll aufkommen. Jetzt hörst doch auf, jetzt kannst du es doch sagen. Du wirst doch irgendeinen Verein präferieren. Nicht? Nein, ich, nur wenn Blau gegen Rot spielt, dann bin ich für Blau für die Schwächeren. Weil ich die 60er früher ganz oft gemacht habe, sehr oft eingeteilt wurde, international. Unvergessen da oben da in Finnland, das war mein lautester Torschrei aller Zeiten. Jats Pori, wird dir gar nichts sagen, in Tampere gespielt, ja. Das war UEFA Cup 1997. Jetzt pass mal auf. Natürlich. 90. Minute, Abidi Pelé. Jawohl. Sag Abidi Pelé. Das sagt mir was, Abidi Pelé. Ich live drauf, der schießt das 1-0 in Jats Pori. Ja. Das war der geilste Torschrei aller Zeiten. Abidi Pelé in Jats Pori. Ja. Naja gut, Tampere, waren wir doch dabei, oder? Frage in die Technik zum Tobi. Tampere damals, 1847. Und der Fußballplatz, ich sag dir, Thorsten, wie Unterhaching, also Unterhaching ist da ein Stadion dagegen. Ja. Also das war der Wald- und Wiesenplatz und die haben in Tampere gespielt, ein Eishockeystadt. Das ist ja das Tolle, oder was ich mir toll vorstelle, als Fußballkommentator kommst du an Plätze und in Länder und in Städte oder Orte, wo du sonst niemals hinfahren würdest oder hinfliegen würdest, von denen du auch gar nicht wusstest zum Teil, dass es die überhaupt gibt. Ja, ich bin durch den BR schon viel rumgekommen, dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich war 5-mal in Moskau, da habe ich die schlimmsten Geschichten erlebt. Moskau war Wahnsinn. Eine Geschichte erzähle ich schnell von der Champions League. Das war, der FC Bayern hat einen Bus gekapert, einen Linienbus. Moskau hatte damals, es war, was weiß ich, wann das war, in den 90er Jahren irgendwann, 3 Flugplätze, weiß nicht, wie es heute ausschaut. Und es ist so gewesen, wenn du mit Bayern fliegst oder auswärts Champions League früher, jetzt ist es extra anders, Mannschaft vorne im Flieger, in der Mitte die FIPs, die zahlenkräftig, und hinten die Journalisten. Ein Flieger, alle rein. Und dann war das Spiel gegen Spartak Moskau und dann hat es geheißen, ja, also bitte nach dem Spiel schnell fertig machen mit Interviews und so weiter, der Bus fährt gleich wieder, wir fliegen noch in der Nacht zurück. Ja, gut, wir waren fertig, waren alle im Bus drin, Bus fährt los vom Stadion, fährt zum Flughafen, wir steigen aus, Bus fährt weg. Dann sagt Markus Herwig, Moment, Moment, bleibt bitte alle stehen, rennt über die Straße rüber und hält einen Linienbus an. Fakt war, der Busfahrer hat uns an den falschen Flughafen gefahren. In dieser Riesenstadt. Ja, das ist unfassbar. So, Herwig hält den Bus an, redet mit dem Busfahrer. Ein paar Scheine sind rübergeflossen, ich weiß, waren es Rubel oder waren Euro, waren es nicht, weil es damals noch Mark waren. Und auf alle Fälle sind dann etwa 15, 20 Leute ausgestiegen. Jeder ist ausbezahlt worden von Markus Herwig und von dem Busfahrer. Und dann hat er uns gewunken, kommt alle rüber. Und dann hat uns der Linienbus in der Nacht um 12 quer durch Moskau zum richtigen Flughafen gefahren. Das war der Wahnsinn. Was du erlebt hast, ja, schon. Das ist wirklich krass. Schon. Lass uns noch kurz auch über aktuelle Fußballgeschichten sprechen. Ich meine, du hast vorhin schon gesagt, du hast Sepp Herberger ein Eis verkauft, legendärer Bundestrainer. Jetzt ist ja schon lange Jogi Löw Bundestrainer, nicht mehr lange, dann kommt wahrscheinlich Hansi Flick nach. Was traust du der Mannschaft zu bei der Europameisterschaft, jetzt ja auch mit Hummels und Müller? Ich sage zunächst mal Chapeau, Jogi Löw. Er ist über seinen Schatten gesprungen. Hat Müller und Hummels geholt. Er hat aber gesagt, es war kein Fehler. Er hat nicht zugegeben, dass er einen Fehler gemacht hat. Ja, das hat er, ist richtig. Aber sie spielen, Gott sei Dank, ein Thomas Müller gehört in die Nationalmannschaft rein, wie ein Manuel Neuer. Braucht man doch überhaupt nicht reden. Selbstverständlich. Klasse, dass die nominiert wurden. Ja, ich tippe auf Halbfinale. Wäre sensationell. Du bist Optimist. Ja, schon. Mit der Mannschaft schon jetzt, ja. Muss man Optimist sein, um so viele Jahre da als Reporter den Profisport, speziell den Profifußball auch reportiert haben zu können? Weil da hast du sicherlich, das ist ja gerade schon anklingen lassen, Dinge gesehen, die man nicht unbedingt sehen will. Da geht ja nicht immer alles so koscher zu, wie man sich das vorstellt. Wie kann man es da schaffen, dass man als Reporter immer, ich weiß, dass du so einer bist, geradlinig, ehrlich und anständig bleibt. Wie hast du das geschafft? Ja, das ist dein Job natürlich. Es ist ja die Vorgabe mit der 95er-Regelung, als heute im Stadion neu, ja, sage ich mal, kreiert wurde mit einem Anchorman. Christoph Däumlung wurde geholt, 20 Jahre, jede heute im Stadion-Sendung hat er moderiert. Und da wollten sie dann 4 Reporter haben, den Hans-Peter Pull, den Günter Koch, den Edgar Endes und Karl-Heinz Kass, später ist Wolfgang Reichmann dazugekommen. Und da war die Vorgabe, du musst auswärts, wenn du reist, mit Fiebern, mit Jubeln und auch mit Jammern und ein bisschen mit Trauern, wenn sie verlieren, die bayerischen Mannschaften. Weil wenn jetzt Werder Bremen gegen Bayern München, dann schreit der Bremer Reporter nicht rein, Tor für Bremen!
Und du musst das natürlich schon ein bisschen anders bringen. Das will der Hörer in Bayern hören. 1-0 für Bremen, aber es ist doch falsch gelaufen. Also das ist die Vorgabe so, ja. Und so bin ich eigentlich immer geblieben. Und wenn du in der ARD bist, musst du gleich sein. Natürlich ist da Schlusskonferenz, ARD, und da schießt in München einer Tor. Na, ich meine auch menschlich, weißt du? Ich meine, du siehst ja im Profifußball Dinge, ja, wie es halt in der Geschäftswelt zugeht, wo nicht immer alles koscher ist. Mhm. Ach, du meinst mit Ablösen und so weiter. Und so weiter und das große Geld. Und du selber bist, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ein kleiner Reporter. Und siehst da die Jungs rumlaufen mit ihren Millionengehältern, hat dir das nie irgendwie was ausgemacht? Nein, das ist alles in Ordnung. Es kann jeder es schaffen. Es gibt unten auf der Ebene 100.000 Fußballer und dann 1 Million und die Kleinen. Und dann geht's rauf und dann nur einer wird der Bastian Schweinsteiger. Und das sage ich immer jedem, jeder hat ja die Chance. Ich gönne jedem jeden Cent, das ist Angebot und Nachfrage. Und wenn der 8 Millionen hat und ein Lewandowski hat jetzt 18 Millionen oder der andere 15 Millionen, das ist alles in Ordnung, Thorsten. Gestehe ich dir zu, kann ich nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass zum Beispiel irgendein Drittliga-Profi oder gar noch ein Viertliga-Kicker auch schon Gehälter verdient, für die nicht nur eine alte Frau lange stricken muss. Ja? Du weißt selber, wovon ich spreche, dass da Gehälter gezahlt werden in sechsstelliger Höhe. Das finde ich zum Beispiel nicht okay. Ja? Für durchschnittlich begabte Sportler. Aber du hast Angebot und Nachfrage. Angebot und Nachfrage. Ja. Ich habe früher auch 1.000 bis 1.500 Mark im Monat gehabt beim Sportbund Rosenheim. In der Bayernliga. Ja, erst Landesliga und dann Bayernliga. Das war für mich eine Riesenkohle. Ja. Das ist ja auch eine Menge Geld, wenn du dein Hobby da ausüben darfst mit 3-mal Training die Woche. Habe ich mich auch nie beschwert. Nein, Kasi, ich finde das gut, wie du das alles siehst und wie du das alles über so viele Jahre gemacht hast. Großen Respekt, wirklich großes Kompliment für diese Leistung, für diese Lebensleistung, muss man ja sagen. Aber du hast ja noch lange nicht fertig. Jetzt kümmerst du dich um die Enkel. Du hast deinen Podcast? Ja, Heimatsport-Podcast bei zwei großen Tageszeitungen, Passauer Neue Presse, Donaukurier, jawohl, das ist wirklich super Geschichte. Ich moderiere die Fußballspiele von Sternstundenmannschaften. Mhm. Da bin ich beim Wolfgang Haas, da habe ich gesagt, ja, wenn ihr einen braucht, mache ich gerne. Spiel nicht mehr, ich verstärke hier keinen, aber ich kommentiere. Ich betreue Vereine, ich mache Biathlon bist du nach wie vor dabei? Ich bin die Stimme der Chiemgau Arena, nach wie vor mache ich seit 18 Jahren Biathlon-Weltcup, eine Weltmeisterschaft. Das bleibt natürlich. Also, wir werden nicht auf dich verzichten müssen. Nein, und ich habe noch lange nicht fertig. Kasi, großes Vergnügen, dass du da bist. Hat mir riesen Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Und du bist eine Gott sei Dank noch lebende Legende. Nicht nur hier im BR, sondern für viele da draußen auch, die uns gerade lauschen. Das ist schön, von dir diese Geschichten zu hören. Alles Gute, bleib gesund vor allem, weil das ist das Wichtigste, nicht nur in diesen Zeiten. Und ja, mach's gut. Danke, vielen, vielen Dank. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.